Mein Name ist Sebastian Hirschberg, ich bin Pressesprecher bei der Polizei Hagen. Die Feuerwehr hat hier heute eine große Übung geplant. Es geht um einen Fall von vielen Verletzten an einer Schule. Es ist eine Übung und die Polizei hat sich mit eingeklinkt. Wir trainieren hier heute auch. Was trainieren Sie genau oder was ist jetzt hier der Sinn der Übung für die Polizei? Was genau wir hier trainieren, das können wir noch nicht sagen, weil das selbst den Kollegen, die gleich hier anfahren, noch nicht bekannt ist. Der Sinn ist, Einsatztaktiken nochmal zu vertiefen. Damit kannst du kaum verletzt. Genau. Einfach auf den Kopf. Kannst du mal rutschen. Und dann so irgendwie ein bisschen was an die Wand, ne? Ruhig. So, ganz scharf. Hat der auch einen Namen? Ja, Leon. Also im Szenario heißt er Leon Müller. Weißt du, müsst auf seinen Ausweis finden, den hat er auch dabei. Ja, mega. Vielleicht schau ich noch ein bisschen was gemacht. Ja, warum ist Leon Schuppen angekommen? Wo sind jetzt noch die anderen? Hinten. Einfach geradeaus und dann geht es hinten auf den Treppenaufgang hoch. Das ist noch nicht. Und unbedingt lassen wollen wir kommen. Ja. Okay. Zitieren können. Aber das ist viel schwierig. Können wir raus? Können wir machen, ja. Klar, ja, kommt mit. Gerne.
Peter Thiele, Pressesprecher der Feuerwehr Hagen. Wir haben heute hier eine Großübung durchgeführt, eine sogenannte MAMF-Lage. Als Grundlage war eine Amok-Situation an einer Schule. Das heißt, wir haben eine Notrufmeldung bekommen, dass in einer Schule jemand eingedrungen ist und dort um sich schießt. Daraufhin haben wir real alarmiert, das heißt, wir haben daraus eine sehr realitätsnahe Übung gemacht. Die Kräfte, die eingesetzt waren, sind die Kräfte der Feuerwachen 1 und 2 der Berufsfeuerwehr, sowie Rettungsdienstkräfte und auch Kräfte von externen, die hier mitgeüben. Die Lage war so, dass die Polizei zuerst in die Schule vorgegangen ist und da erstmal überprüft hat, ob das für uns ein sicherer Bereich ist. Danach wurden die Patienten aus der Schule herausgebracht. Ja, als Sie angekommen sind, was waren jetzt hier die Aufgaben? Also die Aufgabe ist erstmal zu sichten, wie viele Patienten überhaupt da sind. Das ist ja keine normale Lage für uns. Normalerweise kommt ein Rettungswagen für einen Patienten. Jetzt ist der Fall so, dass wir viel mehr Patienten haben, als wir Rettungsmittel haben. Das heißt, wir müssen erstmal sichten, wie viele Patienten sind überhaupt da. Wie verletzt sind die Patienten? Die werden für uns kategorisiert in verschiedene Kategorien, werden dann sortiert und entsprechend behandelt. Wir müssen dann gucken, wie viele Rettungsmittel wir nachführen müssen. Das heißt, wir werden dann im Hintergrund schauen, wenn wir die Patientenzahlen haben, dass wir entsprechend das in umliegenden Bereichen Rettungsmittel nachführen, Krankenhauskapazitäten überprüfen und schaffen und dann die Patienten nach und nach transportieren. Ja, welche Einheiten von der Feuerwehr und Rettungsdienst Hagen sind denn hier vor Ort und welche überall? Also vor Ort sind erstmal die Kräfte der Berufsfeuerwachen 1 und 2, also zwei Löschzüge. Hinzu kommen zwei Einsatzeinheiten der Hilfsorganisation sowie mehrere Rettungsmittel aus umliegenden Gemeinden, aus Menden, aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis zum Beispiel, noch Einheiten hier. Dann sind im Hintergrund noch Kräfte uns alarmiert worden. Das ist unsere LNA-Gruppe, die Leine Notärzte, die hier noch dazugekommen sind, sodass wir hier mit ca. 60 Einsatzkräften vor Ort sind. Sie haben jetzt die Wache auch nachbesetzen lassen durch die Freiwillige Feuerwehr? Richtig, wir können es ja nicht leisten, dass wir die Wachen losziehen und für weitere Einsätze nicht verfügbar sind, sodass die Freiwilligen Feuerwehren gerade die Wachen der Berufsfeuerwehr besetzt haben, um noch für weitere Einsätze zu sein. Die Übung ist bis 22 Uhr terminiert. Mit Nachbesprechung, mit Aufräumarbeiten sind wir dann wahrscheinlich auch fertig.